Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe hier gerade eine Mission reinbekommen, kriegst hier einen Dieb fangen. Und ich müsste da zu Marleen wechseln und dann geht die Mission los und deswegen machen wir das jetzt auch sofort. Okay. Wie kommt mal runter? So, sprechen wir Cameron herauszufinden, was ich über den Dieb weiß. Das machen wir sofort, aber erstmal müssen wir uns ausrüsten. Wir werden diesen Rucksack verwenden. Wir werden das weglegen. Wir werden uns eine neue Pistole aneignen. Wir werden Munition mitnehmen. Oder mal die weg. So, Munition ist dabei. Wann? Jetzt kommen aber auch viele Missionen hier rein, ne? Okay. Wir müssen mit Karen reden. Wo ist sie denn? Das ist nicht Karen. Karen ist hier oben drauf. Moin, Karen. Wenn... Er ist mit unseren Lebensmitteln abgehauen und in die Klinik gerannt. Wenn wir es zulassen. Ja. Und der will jetzt, der kriegt einer die Ohren, kriegt er jetzt so zack, ab zum Auto. Und dann gibt es jetzt erstmal ein paar Nackenschellen. Zack. Oh, das Auto sieht aus so. Oh. Junge, Junge. So, wo ist er denn? Da. Okay. Abfahrt. Wir hier mal runter. Ich hoffe, dass das jetzt alles hier so passt. Ich nicht am irgendeinem blöden Stein festhänge. Nein. Nothing. So, jetzt kriegt der Dieb erstmal ein paar in die Ohren. Wo ist er denn? Haben die denn jetzt auf einmal her? Put your stuff down on the ground. Slowly. Hey, we can work this out. Wir finden schon eine Lösung. Du kriegst ein paar in die Fräse. Wo bist du? Too loud. Wieso hast du denn hier nicht geklärt vorher, bevor du hier reingelaufen bist? Wieso, du brauchst Ruhe? Komm, stell dich mal nicht so an jetzt hier. Still a Z or two out there. So. So. Wir looten jetzt erstmal, weil wenn da jetzt nämlich noch ein paar Zombies kommen, dann kann er uns helfen. Ich habe keine Lust, dass der jetzt hier gleich abhaut und dann stehen wir hier alleine. So können wir ihn noch, kann er uns noch nützlich sein. Zack. Reminder, don't do that again. Ja, ja. That's pretty heavy. Really stepped in at that time. Jetzt geht's rund hier. Was? What is this? Rohr mit Feuerwerk. Okay, mit seinen Rohren. So, jetzt geht's. Oh, tschüss. Oh, da kommt noch einer. Zack. Schlitz. Okay, das war jetzt ja nicht unbedingt großartig. So, wo ist denn jetzt, da. Einmal kurz den Kofferraum vollmachen. So. Dann nehmen wir das hier mit. Und dann haben wir hier in der Ecke noch irgendwie, was ich vergessen habe. Sehr schön. Und wir haben hier noch was. Jetzt wird auch noch verbannt. Oh, das ist praktisch. So, bevor wir jetzt mit dir reden und dann die Lebensmittel dir nämlich wegnehmen. So, so. So. Jetzt. Ich habe nur ein bisschen was zu essen genommen. Ich verhungere. Wir brauchen die Lebensmittel. Ich will dir nicht wehtun, aber meine Leute sind wichtiger. Ich werde das, was du gestohlen hast, deinen Leichnam entwenden. Okay. Also, in der ersten Linie. This is Cleo. Observe
Earth population density in area designated Trumbull Valley is beneath baseline target. Citizens are instructed to relocate to area designated Trumbull Valley at their earliest convenience. Sorry, folks. Just a little radio malfunction there. Please, go about your business. Okay. So, ja, aber ich will ihn nicht wieder. Ganz ehrlich, wir sind hier in einer Apokalypse, in einer Zombie-Apokalypse. Müssen wir uns eigentlich jetzt nicht noch gegenseitig. Feels good to take out the trash. They won't be bothering us anymore. Ja. Ich möchte ihn jetzt ja auch nicht umbringen. Also bin ich wirklich ehrlich. Also, achso, wir können hier mal gucken. Was bekommen wir hier? Medikamente. Oh, wir bekommen hier Medikamente. Und ich muss meine Kommandozentrale unbedingt leveln, damit damit ich mehr Außenposten einrichten kann. Etwas hängen geblieben. So, ab nach Hause. Ja, komm, so knapp wird mein Benzin jetzt auch nicht. Das schaffen wir jetzt ja wohl locker noch nach Hause. Das Auto schluckt natürlich auch, ne? Das ist auch echt demoliert. Ja, die müsste ich mal mit denen in die Waschstraße. So, moin. So, gehen wir mal hier ran und dann dip. Nice. Eigentlich müssten wir jetzt trotzdem Benzin hier noch reinmachen. Kann ich das nicht hier irgendwie? Toolkit nötig habe ich nicht. Fahr. Okay, was haben wir hier? Verbessern? Leicht panzern? Okay, was kann man hier? Habe ich das jetzt? Benzinkanister nehmen abgeschlossen. Ist dann im Auto. Ah, okay. Dann tanken wir den mal. Sehr schön. So, die eine Mission haben wir jetzt auch schon fast geschafft mit den Kilometerfahren. Was ist das? Hier ist irgendwo ein Wandererhändler. Der ist da und der ist da. Alex Carter ist eine Agentin des Netzwerkes, die Vorräte von und nach Trumbull Valley bringt. Sie hat gute Ware zum Handel mitgebracht. Alles klar. Ware können wir in den Weg gebrauchen. Ich muss auch noch Bolzenmagazine herstellen und Zombies mit einer Sturmwaffe. Sturmwaffe. Mit einer Sturmwaffe töten. Ja, natürlich. I found some useful things while I was out. Nice. Eine Blankgranate. Du hast denn jetzt? Kopfgeld abgeschlossen. Achso. Ja. Wait. Ach ja, genau. Da oben waren wir. Oh, da kann ich eigentlich hier wieder so mittendurch. Ja, die Steine gefallen mir hier nicht. Was ist eigentlich jetzt hier oben? Ah, egal. Später. Genau, ich wollte meine Kommandozentrale upgraden, ne? Ja, hab ich ja nicht gemacht. Nice. Oh, das sind so kleine Steine. Aber... Ast. Ey, das ist mein zukünftiges Zuhause hier. Könnt ihr euch bitte von... Ja, man sieht eigentlich ganz... Ey. So. Können wir uns ja hier schon mal angucken. Hey. Hi. Brauchst du etwas? So, you wanna make a deal? Sure, why not? Was hat sie denn hier noch so?
Oh, wir können. Das ist, was haben wir hier? Ein Kompostierer? Bodenbereicherungskit? Kiste mit Samen und Behälter mit... Okay. Ich könnte sogar was bei ihr verkaufen. Oh, Tag 2. Schon 2 Tage überlebt. 2 ganze Tage. Nice. Okay, Munition kaufen. Das kann ich natürlich jetzt nicht mitnehmen, ne? Kann ich das nicht direkt ins Auto irgendwie lagern? So nervig jetzt. Warte mal. Installiert diese Mod in einem Garten, einer Farm oder ein Hydrokulturanlage, um die Lebensmittelerträge zu... This might be too much to carry. What? Ah ja, jetzt bist du ein bisschen beladen, stell dich so an. Das nehmen wir noch mit. Wir kommen gleich wieder. Kurz ins Auto. Oh Mann. Ey, du läufst jetzt nicht weg. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Aber hier ist doch noch irgendwas. Alter, das sieht richtig schick aus hier. Ey. Wo willst du? I'm with the network, visiting from Trumbull Valley. Anything you need? Ich überlege gerade, ob ich mir die Lebensmittel... Ich hole mir die Lebensmittel noch hier. Safe. Beste. Ja, Cardio, sehr schön. Wo muss die anderen da noch? I'm with the network, visiting from Trumbull Valley. Anything you need? Jetzt habe ich auch keinen Einfluss mehr. Du kannst gehen. Anything you need? Hau rein. £25 der Kompostierer. Ja, moin. So, jetzt fahren wir aber eben schnell nach Hause. Fahren wir mal hier oben lang. Nehmen wir mal wirklich die Straße. Und es wird auch langsam wieder dunkel, habe ich das Gefühl. Das ist nicht gut. Habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf, aber was soll's. So, wie lange haben wir denn noch? Wir haben noch ein bisschen, um gleich auch nochmal zum anderen Händler zu fahren. Zumindest zu gucken, was hier hat. Okay, jetzt wird es aber immer besser. Oh, jetzt ist es aber schnell dunkel. Okay, nur langsam habe ich dieses Auto im Griff. So. Dip, 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 dip. Pass, pass, pass. Das noch. Jetzt haben wir aber, jetzt müssen wir doch echt Lebensmittel haben, oder? 18, sehr schön. Sehr schön. So, zack. Und dann fahren wir zum anderen Händler. Genau. Der ist da oben. Das ist natürlich die Frage. Kann ich nicht einfach? Ne, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann hier irgendwie querfeld ein, aber. Sieht nicht. Bierbrauer zurückgelassen. Und mit wem muss ich dann da? Egal, mach ich jetzt nicht. Fahr es mal schnell zum Händler. Moin. Zack, zack, zack. Die waren jetzt aber eben noch nicht hier. Ich habe schon das Gefühl, dass in der Dunkelheit mehr Zombies spawnen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Macht ja auch irgendwie Sinn. Okay, die Musik ist schon sick. Klatsch.
Da drin. Oh, können wir hier nochmal looten? Nice. Moin. How's it going? Ja, was läuft denn? Was hast du denn so? So, you wanna make a deal? Yeah, okay. Eine Lötstation? Schmelzofen? Signalantenne? Was es hier alles gibt, hör mal. Computerbuch. Bringt eine überlebende Computergrundlagen bei oder verbessert seine Computerelektronik oder Programmierfähigkeit. Okay, Computer schaltet das Kommandozentrum 3 und Spionagedrohnen frei. Spionagedrohnen? Okay. Aber mehr haben wir leider hier nicht, ne? Gut. Du kannst dich an die Zombies kümmern. Oh, Material. Nothing in here. Nothing in here, okay. Hat die ein dickes, fettes Sturmgewehr? Oh, das ist doch eine MP5? Fräulein, die kannst du mir eigentlich gerne mal... Wär nett. Oh, mehr Material. So, mein Auto ist... Da. Zack. Oh nein, da war das. Yeah. Zack. Und halli hopp. Und rein. Und hier rauf. Must be my lucky day. Tüte mit Dünger. Okay. Die scheint schwer zu sein. 25 Pfund. Zero. Ein Wasserkühler. Mhm. Können wir mal eine richtig schöne Cocktailparty da machen. So, was haben wir jetzt? Alter, wie viel... Aber warte mal, was ist... Das ist hier wieder so ein Container, oder was? Toll, Schrauben. Aber da ist irgendwie ein Zombie. Gehen wir mal hier rein. Hier ist ja echt viel zu looten. Das ist ja übernice. Hier klassischer Cowboyhut, na toll. Langweilig. Hier blinkt irgendwas. Nice. Eine Rolle mit Feuerwerkskörpern. Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Hier blinkt's. Hier ist bestimmt dann schön Benzin drin. Und nee, Chemikalien. Oh no. Nice. Oh, wir haben. Alter, ich hab keinen Platz mehr. Ich hab einfach keinen Platz mehr. Da hält sich ja im Kopf nicht aus. Ich bin so voll mit Baumaterial. Das ist ja nice. Diesen Platz hier merken. Das muss ich alles noch leer machen. Warte mal. Würde ich jetzt hier. Ich würde jetzt hier durchgehend Material bekommen. Stell dir mal vor, alle vier einfach beanspruchen als Außenposten. Nie wieder Materialprobleme. Die Frage ist, ob ich auch wirklich so viel Material brauche. Ich denke nicht. Vielleicht am Anfang, aber irgendwann. Taschenlampe, danke. Da. Und jetzt geht's erstmal wieder nach Hause. Ich würde auch gerne mein Auto gleich mal heil machen, denke ich. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Oh. Zu früh abgewogen. Ich wollte eigentlich hier hin. So. Aber was mir gerade einfällt, ist, ich habe hier noch keine Tiere gesehen. Also ein Reh oder ein Wolf oder irgendwie sowas. Vielleicht auch ein bisschen Days Gone geschädigt mit den Tieren. Aber rein theoretisch müsste es doch hier Tiere geben, oder nicht? Können nicht alle einfach jetzt ausgestorben sein, nur weil die Zombies da hinterher sind. So, wir sind zu Hause und er hat mal eben gespeichert. Und es ist Nacht. What? Was ist denn jetzt? What is happening? Just a
just us in here for now. Let's go, babe. Playtime is over. You're a lifesaver. No prob. Ist das dein Scheiß Ernst? Und wo ist jetzt ihr Zuhause? Nee, das ist... Da? Nee, das ist dieser... You can relax. I'm home now. Oh, look who's not dead yet. Aber... So, you want to make a deal? Yeah. You want to make a deal? Molotov Cocktails. Nice. So, warte mal, wo muss sie jetzt hin? Da muss sie hin. Okay. Gehen wir eben zum Auto. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Nice. Fahren. Steig ein. Steig ein. Begleite Lupe. So, Puppe. Einsteigen. Und dann fahren wir dahin. Die Richtung. Oh, wie gern würde ich das einfach hier abbauen. Verlieren wir so Sprit, ja. Ich wollte es noch ausprobieren. 100. Close by. Untot. Ah, da, warte mal. Oh, hier komme ich nicht lang. Wait. Wie? Ah, hier. Das ist natürlich jetzt ätzend. Step on it, will you? Drück auf die Tube, ja. Also mal. Das fährt man nicht frech. Ich sehe nicht so viel. My skin is crawling. Must be a plague heart nearby. Ja, ja. Oh Mann! Ich hätte die Straße einfach nehmen sollen. So, weg mit dir. Oh oh. Warte mal. Zombie on board! Ja. Mach doch was! Warte mal. Wo muss ich jetzt hier lang? Hier. So. Jetzt kommt ein bisschen Action auf. Es ist sehr dunkel hier. Wir fahren hier lang. Hier komme ich nicht lang. Okay, fahren wir rückwärts. Ich habe auch gleich kein Licht mehr. Okay, Moment. Where are... Ich hätte hier nicht langfahren sollen. Ich dachte, ich kann hier im Dunkeln schön vereinfahren, aber... Da gebe ich dir. So. In die Richtung muss es eigentlich Richtung Straße gehen. Bisschen wie ein Zelt. Well, what? No, 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 no. Okay. Na, wo zum Teufel bin ich? Ist hier irgendwie über mir eine Brücke? Nee, ein Tunnel. Er muss es ja hier auch irgendwo hochgehen. Weil ich will jetzt hier nicht looten, hör mal. Komme ich hier jetzt rechts irgendwo hoch? Mein Gott, das mache ich nie wieder. Nachts hier irgendwo mit dem Auto langfahren. Na komm. Okay. Das haben wir schon mal geschafft. So.
Das hier sieht aus wie eine Straße. Ich bin happy. Mann. So, hier hin, ja? Aha. Oh Mann, was ist denn hier los? Well, I'll be damned. You made it. There's gin out back if you need a little hair up the dog. Moin. Gin, that's twice today somebody saved my life. Ja, könnt ihr euch bitte mal die um da draußen kümmern? Das wäre sehr verbunden, wenn ich sie schon hierher bringe. In der Zeit kann ich ja mal kurz looten. So, ein Ninja-Hoodie. Mhm. Die machen das. Ich bin da ganz zuversichtlich. Na, so, ich will jetzt. Hier ist doch irgendwo einer. Nein, ich will da sammeln. Nice. So. Was ist denn hier los, hör mal? So. Lass mich hier rein. Sprich mit Lupe der fremden Person. Ja, dann komm mal hier rein. Hier bin ich. Komm rein. Hast ja keinen Bock. Hier kriegen wir Beziehen. Okay. Was ist denn jetzt? Komm mal hier. Ja. Die machen das doch schon. Guck mal. Haben die gut hingekriegt. Dann kann ich das hier noch nehmen. Danke. Danke, wir ziehen eine Brennerei auf, damit niemand sterben muss, um einen Drink zu bekommen. Du kannst gerne teilen, wenn sie fertig ist. Oh, lass mich wissen, wenn du bereit bist. Alkohol ist heutzutage wertvoll. Schön, dass ich helfen konnte, aber ich muss darüber nachdenken. Durch Alkohol ist der Schlamassel ja erst losgegangen. Durch Alkohol ist der Thank you, like, really. So, ist schön. Ah, herrlich. So, ist jetzt hier noch Loot oder was? Oder habe ich jetzt all hier schon rausgeholt? Und sowas haben wir jetzt hier. Das können wir beanspruchen. Hier wird es dann schön hier was geben. So, Kofferraum. Machen wir hier mal ein bisschen voll. Das ist praktisch. Können wir mal kurz das Auto voll tanken. Dann fahren wir mal kurz wieder nach Hause. Der Händler ist gleich weg. Okay, cool. Ach so. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich... Ich könnte die doch bestimmt hier anwerben, oder? Tyler. Good to see you again. Yeah. Barkeeping. Also, der kann nichts anderes außer... Cocktails mixen. Das ist natürlich nice. Sie hat noch was frei. Also, wir könnten ihr noch was beibringen. Und was mit dir? Hey, you're not dead. Nee, ist richtig. Chemie haben wir schon. Hast du denn so hinten am Rücken? Mhm. Was hast du so? Okay, und what hast du so? Du hast nur eine Schaufel und einen kleinen Rucksack. Naja. Immerhin, ne? Gut. Kann ich es jetzt eigentlich? Nicht verfügbar. See you again real soon. Nicht verfügbar. Egal. Dann. We drive at home. No. We drive. Wir fahren, wenn wir schon hier sind, können wir mal eben kurz da anfangen. Und. Natürlich! Der Zaun geht nicht kaputt. Okay, ja, fahren wir hier. Hier ist richtig, ja? Ja, gucken, ja. So. Das Auto ist auch langsam echt demoliert. Naja, wenn ihr schon gekordet ist, dann nehmen... Oh, danke. Nehmen wir die auch gleich mit. So.
Bin nochmal gespannt, was ich jetzt damit noch herstellen kann. Kann ich jetzt... Nee, wisst ihr, ich mache das jetzt nicht nochmal. Ich nehme jetzt den Weg der Straße und fahre den offiziellen Weg hier lang. Nur langsam, glaube ich, will mein Auto nicht mehr, oder? Ich jetzt hier mal noch richtig? Ja, also bei der nächsten Kreuzung abbiegen. Jawohl. Klepsch, klepsch. So, hier abbiegen. Geht auch viel schneller, als durch diese scheiß Berge zu fahren oder nicht mehr zu wissen, wo man eigentlich ist. Okay, cool. Lass mich in Ruhe. Ich möchte hier nur ganz in Ruhe langfahren. So, dann in der nächsten Kreuzung abbiegen. Bei der anderen rennt das auch gleich weg. Oh. Hier ist ja wie so eine... Ah, hier ist so eine kleine City. In der City. Okay. Oh Mann. So. Ich will aber zu dir. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Kämpfst du oder kommen die Zombies gar nicht erst hierher? Hello. Hello. Would you mind taking on something for us? Das habe ich fertig. Was habe ich jetzt bekommen? Ein Kampfhelm. Armeegrün. Das werde ich mir gleich mal angucken. Cool. Okay, ja, kannst du... Danke. Im Besitz. Was haben wir jetzt hier noch? Töte 7 Kreischer mit Sprengstoff. Töte Seuchen und Zitz mit Revolvern, während du irgendwas. Aufgeblähte mit Pistol. Das könnten wir nochmal mit reinnehmen. Okay. Aber jetzt will ich das natürlich sehen. Nee, Moment. Das war hier. Ninja Hoodie in Schwarz? Ah, nee, da in Nordwest. Oh, cool. Aber wo ist jetzt... Ach ja, hier müsste die Armeekappe... Einsatzhelm. In Armeegrün. Ja. Hau rein. Be careful out there. Yes. Be careful. So. Der Händler hat das Gebiet verlassen. Okay. Wir sind voll, dies, das. Ja, aber ich... Ja, mir ist schon klar. Das Herz ist da oben. Und da ist ein solchen... Da ist ein Herz. Ich bin jetzt aber gar nicht genau da, genug dafür ausgerüstet. Deswegen, wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Außerdem ist es mir viel zu... Hell, viel zu dunkel. Warte mal, was ist das denn hier für ein Weg? Den werden wir jetzt nochmal eben... Auskundschaften, indem wir hier lang fahren. Ja, wir fahren jetzt aber hier. Mein Gott. Muss doch nicht sein. Ich meine, die sind so Orgelschreie. Oh. Ja, und. Ich fahre schon wieder hier irgendwo durch die Walachei. Mitten im Dunkeln. Aber gut. Hier ist das Seuchen. Nein, ich mach das jetzt nicht. Nein, ich mach das jetzt nicht. Und ich muss auch da oben lang. Und tschüss. So. Hier kommt die Straßensperre. Upsi. Oh, da. Oh, warte mal, hier ist Polizei? Hier. Oh, hier kriege ich Munition. Hier würde ich Munition bekommen. Oh. Okay, merken. Munition. Medikamente.
Wasserversorgung. Dieses Zuhause ist ein Traum. Munition und Lebensmittel. Okay. Das wird gut. Wenn wir denn so weit kommen. Ich muss hier noch nicht abbiegen. Oh. Muss ich nicht... Nee, ich aufgebildet mit der Pistole, ne? Mann. Muss er ja doch nicht so rumschreien. Oh, jetzt will ich auch noch. Ah, toll, jetzt will ich angerufen. Mal kurz gucken. So, weggedrückt. Keine Zeit. Ich bin in der Zombie-Apokalypse. So. Also im Dunkeln. Ich finde das Spiel, es ist echt gut. Also es, das Dunkle ist krass. Es ist so dunkel. Ich wünschte, man könnte jetzt irgendwie schlafen, aber ich glaube, das ist einfach... Es gehört dazu, dass man im Dunkeln sozusagen spielen muss. Man könnte natürlich jetzt auch den ganzen Tag hier in der Base rumstehen, aber das macht ja keinen Spaß. Aber diese... Upsi, sorry. Aber dieser Armeehelm ist... Was ist jetzt witzig? Sorry. Ein Freund in Not? Wo ist er denn in der Not? Wo denn? Oh. Wollen wir Benji wieder mal. Na gut. Too loud. Huch, zu laut. Ja. Okay. Guck ich mal. Laden wir mal nach. Ja. Also, rein theoretisch wäre das Ziel jetzt hier wahrscheinlich hier so ein paar Nester, also die ich würde sagen, irgendwie Molotow-Cocktails reinpumpen und dann los. Ich schalte mal hier um, denn, ja, es ist die vierte Aufnahme von diesem wunderschönen Spiel von State of Decay 2. Mal gucken, ob ich weiterspiele. Ich denke schon, weil ich hätte wirklich, wirklich Bock zu gucken, ob ich dahin komme, ob ich mir ein neues Zuhause finde. Und da waren ja echt viele geile Gebäude drumherum. Und was passiert mit diesen Ausgängen? Wisst ihr, da waren ja auf der Karte waren hier Kartenausgänge. Und ich würde gerne wissen, was das bedeutet. Ob ich dann, weil waren ja noch ein paar mehr Karten da, komme ich dann dahin? Fragen über Fragen. Also dieses Spiel gefällt mir richtig, richtig gut. Es macht verdammt viel Spaß. Hier gibt es auch irgendwie noch Multiplayer. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Ja. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten gucke ich mal, ob ich dann im nächsten Monat ein neues Spiel finde. Und ihr werdet sehen, ob State of Decay 2 weiterkommt oder ob ich mich für erstmal ein weiteres Spiel entscheide. Macht es gut, ich wünsche euch was. Euer Domino.